Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Und ja, wir brauchen ja nur noch die zwei Löwen und eppelige Gehegetiere in die Wildnis freilassen, das kriegen wir auch hin. Züchte 8 neue Gehegetiere ist auch kein Problem. Wir haben hier ja schon das Löwengehege gebaut. Wir brauchen noch einen Unterschlupf für die Löwen. Zu teuer. Schade. Ansonsten? Ja, ich weiß gar nicht, ob das von der Größe überhaupt reingepasst hätte. Egal. Okay, Quarantäne. Die haben die Quarantäne überstanden. Zur Warnung. Ja, wenig Geld, reicht aber noch. Die Löwen waren halt teuer. Viel Müll vorhanden, aha. Gut, dann kümmere ich mich erstmal hier um die... Springbock ist abgeschlossen, wuhu, gut. Nach dem Springbock... Ja, ich wollte auf die Geparden setzen. So. Dann... denke ich, hole ich einfach mal die beiden Löwen aus dem... egal, das passt. Mal hier aus dem Gehege raus und... also aus der Quarantäne raus und verfrachte sie hier ins Gehege. Und dann brauchen wir hier noch für... Ich denke, erstmal ziehe ich hier jetzt einfach nochmal ein bisschen... Ja, okay, das passt ja. Oh ne. Ist das... Okay, gut, das passt. Dann ziehe ich hier nochmal die... Okay, Tiere werden um Alpha-Status kämpfen. Das ist kein Problem, darum kümmere ich mich. Gut. Wo sind die Springböcke? Da. Gut. Springbock. Alpha-Tier. Okay. Hungrig. Mhm. Kein Problem. Hallo? Du dann vielleicht? Du bist weiblich. Weiblich. Männlich. Kein Al... Okay, verletzt. Gut. Dann schicke ich dich mal weg. Nur 14, aber hey, dadurch habe ich die wenigstens rausgelassen. Gut, dann... ja, egal jetzt mit... damit kurze Impfzucht und sowas ein. Ah, okay, gut. Da kommen hier die Löwen dann. Das ist doch auch was. Ich möchte einmal schauen. Jo, der passt hier rein. Schön. Dann baue ich den doch hier rein. Gut. Das war nicht so ganz optimal. Ich hätte nicht erwartet, dass der so weit oben ist. Kann ich das gesamte... Jo, kann ich nochmal... Danke. Sehr schön. Ah, fuck. Ich wollte... nicht das, ich wollte erweitertes machen und dafür erstmal einmal gut, so und nochmal ein bisschen hier so drehen. So ist ganz gut.
Ja, viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind, das ist mir relativ egal. Ist mir noch egal, dass das Tier gerade gestresst ist, so. Damit einmal stabiler Rückzugsort haben die jetzt, gut. Dann Gelände, Pflanzen und sonstiges, gut. Fange ich dann erstmal beim... Obwohl, bevor ich mit dem Gelände anfange, sollte ich, denke ich, als allererstes mal hier trinken und essen. Hier mal machen. Ja. Gut, dann noch ein Futterdruck und noch ein Futterdruck auch. Ist einfach... Oh, sorry. Finde ich halt einfach besser, wenn da beides ist. Das brauche ich gerade nicht. Gut. Das ist schon mal gut. Blutfütterungsmarkierung scheint da schon mal richtig zu sein. Hundeball? Nope. Ja, Futterbeschäftigung ist damit direkt hochgegangen. Gut, damit ist das hochgegangen. So, dann... Gelände. Jo, die haben genug Auslauf, würde ich mal behaupten. Die wollen mehr Gras haben, mehr Fels und weniger Gras lang. Gut. Dann fange ich erstmal hier mit ein bisschen an. Gut, dann noch ein bisschen mehr Fels glatt. Ein bisschen. Gut, hier vielleicht noch ein bisschen. Jo, damit sind sie dann zufrieden. Sehr schön. Dann mache ich hier nochmal ein bisschen weiteren Fels hier. Vielleicht wäre es cool gewesen, dafür das hier so eine Blaupause von dem König der Löwenfels runterzuladen. Das wäre vielleicht noch ganz geil gewesen, aber hey. Muss ja nicht zwingend. So. Damit werden die Umgebung pflanzen. Die wollen viel, viel weniger Pflanzen haben. Gut. Die finden das jetzt schon besser dadurch. Fahrgeschäft hat keinen Strom, okay. Okay, gut. Die... Ja, okay, Adlerfahne ist mir egal. Ach, komm schon. Es ist doch... Gut. Bisschen. Ein Baum weniger wahrscheinlich noch. Und dann dürfte sich das eigentlich auch relativ gut hier haben. Der Schatten ist weg, sorry. Okay, vielleicht doch noch. Ein, zwei Bäumchen mehr weg. Das hier. So. Das dürfte doch jetzt... Ja,
Das sieht doch ziemlich gut aus für die. Damit sind sie eigentlich ziemlich zufrieden. Okay, Temperatur sind sie nicht ganz zufrieden. Egal, passt schon. Gut. Dann muss ich jetzt quasi einfach warten, bis die noch Kinder hervorbringen. Und ich sollte hier dann nochmal weiter Einrichtungen kommen. Dum 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 dum. Ah ja, hier. Gut. Da habe ich da jetzt ein paar von den Dingern noch, dann hier der Infostand. Suppala. Lautsprecher nochmal, da auch, du. So. Damit haben die ein bisschen was für die Löwen noch da. Und damit brauche ich 2600 Gäste. Ich denke, dass das durch die Löwen dann wahrscheinlich da auch viel noch dazu kommt. Und ja, dann. Warte mal, das. Achso, ja, das ist nur für Dings. Ich werde hier auf jeden Fall auch noch meinen Weg machen. Das hier ist gut. Hoppala. Kann ich das nicht? Wie kriege ich das jetzt da höher oder? Ah, okay, gut. Damit ist jetzt von hier aus noch ein Weg zu den Löwen. Das ist dadurch dann hier auch alles nochmal etwas besser aufgeteilt und sowas. So. Dann habe ich hier meine Geparden, meine kleinen. Süßen Techniker rufen einfach schon mal, weil das nicht mehr. Okay, ich kann da noch nicht an der Futterqualität was ändern, schade. Ja, ist mir doch egal, was ihr Springbücke da jetzt treibt, das ist. Okay, ich hätte das Ding noch ein bisschen tiefer packen können, aber. Egal. Einfach mal schauen. Ah, ich habe auch noch ein paar Vivarien. Oh, ich könnte. Ja, ich glaube. Texas-Klapperschlange. Gut. Ich werde hier gegenüber von den Löwen einfach nochmal ein. Vivarien-Ding hinbauen. So.
Topala. Vivarienhandel, komm. Bin ich. Ach komm, ja, ich mach eine Klapperschlange. Klapperschlangen sind cool. Dann nehme ich eine männliche und eine weibliche Klapperschlange. So. So. Temperatur ist ein bisschen. Ne, Temperatur ist gut offenbar. Dann nur Feuchtigkeit etwas runter. Jo. Das passt. Und ja, okay. Da kann ich nicht viel weitermachen. Gut, kann ich hier dann. Das wäre hier gewesen. Texas-Klapperschlange und Texas-Klapperschlange. ...2600, so, damit haben wir das jetzt auch. So, dann brauchen wir theoretisch nur warten, bis unsere Löwen Nachwuchs heranbringen. Ah, ich bin selbst im Einzel offenbar. Ach komm, ist mir doch egal, jetzt für jeden da jetzt. Oh fuck. Nicht gut. Techniker rufen, definitiv Techniker rufen. Ich weiß nicht wo, aber es muss definitiv ein Techniker her. Oh. Hallo? Was macht das Zebra da? Das Zebra versucht in die Freiheit zu und die Elefanten auch, nicht gut. Okay, jetzt ist Spaß. Jetzt ist das Zebra ausgebüxt. Oder? Schwimmt das wieder zurück? Das wäre. Okay. Die Viecher sind ja besonders geil. Schwimmen raus und schwimmen dann wieder rein. Und kann mal ein Techniker kommen und das Ding reparieren hier? Das wäre ganz. Das wäre ganz gut eigentlich. Hey du Zebra. Und wie im. Kein Strom, okay. Das heißt, dass hier der. Komm, dass hier irgendwo das Energieteil kaputt ausgefallen ist oder was? Ah ja, da ist das Ding kaputt. Der ist hier auch gechillt wie sonst was gerade. Hallo, kannst dich mal beeilen? Ey. Ist denn nicht. Achso, das ist ein Verkäufer, na toll. Bist du. Nein, du bist jetzt sicher. Ey. Okay. Okay. Na, das ist eigentlich ganz schön. Dann kann. Ich hab doch Löwen, dann. Forsch du mal in den Löwen rum. Okay, ich hab Gold.
Und wieder einmal hast du diesen Ort völlig verwandelt. Und da diese Programme so erfolgreich sind, werden wir in Sachen Wildtierpopulation echt was bewirken. Ich weiß, mein Name steht über dem Tor, wenn man das so sagen kann, aber jetzt ist das auch dein Vermächtnis. Aber nicht im rechtlichen danke. Sinn, denn glaub Arschloch, mir, gut. Der Papierkram ist ein Techniker. Albtraum. Nun, bevor ich deine Talente auf unser nächstes Projekt loslasse, möchte ich dir noch einen letzten Rat geben, wenn ich darf. Beschränke deine Anstrengungen zur Arterhaltung nicht auf den Zoo. Denke an den ganzen Planeten. Strom zu sparen kann genauso wichtig sein, wie Tiere zu erhalten. Nutze öffentliche Transportmittel, recycle deinen Müll. Ich versuche immer aktiv was zu machen, wie mindestens einmal in der Woche in der Umgebung Müll aufzusammeln. Außerdem hält mich das jung. Ich wünschte nur, es hätte auch meinen Haaransatz jung gehalten. Nun, die Arktis ruft mich. Okay, wir sehen das uns hier in ein paar ist Monaten. Dann abgeschlossen. Warte mal, heißt das, dass... Oh, ein kleiner Löwe. Oh, wie ist der nicht putzig? Oh, geil, im Sonnenlicht sieht er ja noch knuffiger aus. Oh, ja. Oh, habe ich hier nicht auch ein... Ah. Oh, ich habe sogar mehrere kleine Geparden. Bodua und Hasina. Oh, auch knuffig. Okay. Gerade hängt mein Spiel kurz. Okay, hat sich wieder. Gut. Süß. Aber wir sind hier jetzt durch mit dem Zoo. Ah, Stromquelle hat versagt, ist mir jetzt auch scheißegal. Wir haben den Zoo ja abgeschlossen, daher. GLG Steppenzipper wird bald erwachsen. Zoo speichern. Ja. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal in den nächsten Zoo rein. Wenn er fertig gespeichert hat, auf jeden Fall. Gut. Zurück zum Hauptmenü. Und okay. Mal sehen, was wir als nächstes für Aufgaben erledigen müssen. Der Goodwin scheint ja erstmal weg zu sein. Das heißt, er kann uns nicht mehr auf den Sack gehen. Das ist schon mal etwas. Aber das muss ja leider nicht so viel heißen. Mal sehen. Ich finde das eigentlich mit der Ladeanimation von dem Bären da unten echt eine ganz geile Idee. Wenn der Bär sich gerade auch mal bewegen würde. Aber naja, notfalls aber melde ich mich einfach gleich, wenn wir wieder im Hauptmenü sind, zurück. Okay, das hat irgendwie doch ein bisschen gedauert, das zu laden. Okay, und als nächstes sind wir Mayas Seeinsel Zoo. Mayas Seeinsel Zoo, der in einer sonnenverwöhnten Ecke Griechenlands liegt, war Dominik Mayas erster Versuch im Zoo geschafft, Fuß zu fassen. Daher hat er klein angefangen und dann so viel hineingestopft, wie er genug konnte. Das Ergebnis ist ein recht unterdurchschnittlicher Zoo. Es gibt also jede Menge Verbesserungsmöglichkeiten, sofern du genügend Platz dafür findest. Okay. Schauen wir mal rein. Und schauen wir mal, wie lange der diesmal lädt. Ich hoffe, etwas schneller als eben noch. Das hat ja doch etwas sehr länger gedauert eben. Aber ich werde die Folge auch nicht mehr so extrem lange machen. Halbe Stunde wird sie auf jeden Fall, aber... Ich denke, dass ich sie bei maximal so um die 40 Minuten halten werde. Und nicht länger. Okay.
Das Bild blendet sich mal wieder, wieso sollte ich irgendwas machen? Und er zeigt mir in Anführungszeichen stabile 23 Frames an. Stabil, weil sie stabil bei 23 bleiben und ich keine Veränderung habe aktuell. Also eigentlich 0 Frames. Oh Mann. Das kann ja was werden. Ich habe so das Gefühl, dass der den Dings. Okay, der Ahornpark war auch komplett leer gewesen, als er den laden musste. Also, das war ja nur eine Map. Daher kann man schon verstehen, dass der halt um einiges schneller laden konnte als jetzt der hier. Zumal es so klang von der Beschreibung her, als ob da schon ein bisschen was im Park drin wäre. Oh, ein Frame, 9 Frame, 34, 11, okay, 14, 5. Wenigstens verändert sich mal wieder was. Okay, eins wieder. Also mit 1 oder 3 Frames möchte ich nicht unbedingt spielen. Das sind mir dann doch ein wenig zu wenig. Okay, der hat geladen. Hey du, setz dich besser. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Oh, wieso Nancy, na toll. Vor einer Woche ist Bernie in der Arktis verschwunden. Ich habe es gerade erst erfahren. Scheinbar war unser wunderbares Direktorium der Meinung, dass es besser ist, niemanden davon zu erzählen, solange die Suche noch läuft. Oh, Bernie ist weg. Hi. Aber vor ein paar Tagen wurde die Suche eingestellt. Aha. Und sie haben ihn nicht gefunden, also haben sie ihn für tot erklären lassen, damit sie Bernies Zoos verkaufen können. Alles ist weg, von den Affen bis zu den Zebras. Sie haben nicht mal gewartet, bis Bernies Tochter Emma zurück war, bevor sie sich die Taschen vollgestopft haben. Sie haben das Unternehmen an einen schmierigen Hedgefondsmanager namens Dominic Myers verkauft. Der will mit den Zoos garantiert nur sein ramponiertes Image aufbessern. Naja, aber er ist jetzt dein neuer Boss. Mhm. Meiner aber nicht, denn er hat mich gefeuert. Toll. Viel Glück. Ich weiß, du wirst dein Bestes geben und die Tiere beschützen. Oh Mann. Oh, von den Häusern her sieht das aber ganz geil aus. Ach, da bist du ja. Vorneweg. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen schrecklichen Umständen kennenlernen. Ich habe Benjamin, nein, Bernard, wirklich bewundert. Das weißt du vielleicht nicht, aber wir waren richtig gute Freunde. Deshalb wird es mir eine Ehre sein, sein Lebenswerk fortzuführen und die Leute dafür bezahlen zu lassen, dass sie sich die Tiere ansehen dürfen. Dafür bezahlen zu lassen, das klingt ja auch schon gut. Aber ich merke, du bist immer noch traurig. Vielleicht hebt das deine Stimmung. Ich beauftrage dich mit der Zoobereichsleitung. Das ist ein äußerst wichtiger Posten. Aber dein Gehalt bleibt gleich. Außerdem habe ich einen neuen Zoo gekauft, um den du dich kümmern wirst. Er braucht ein wenig Aufmerksamkeit, aber das schaffst du schon. Du musst nur dafür sorgen, dass die Tiere zufrieden sind, die dummen Demonstranten abhauen, der Zoo wächst und profitabel wird. Und wir einen Grizzlybären und einen sibirischen Tiger haben. Dann müssen wir noch eine kleine Inspektion überstehen und du wirst so viel Freizeit haben, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Ich kann den Typen jetzt schon nicht ausstehen. Ah, und du musst Bärenforschung betreiben oder so etwas in der Art. Details habe ich vergessen. Okay. Erwirtschaftet einen jährlichen Gewinn von 15.000. Aha, Spaß. Aber in deinen zumindest 1.150 Gäste. Mhm. Das sollte für 3 Monate, okay. Habe keine Aktivisten, aha. Protestierende, wenn da hinten, Gäste wird das angezeigt, gut. Danach habe ich mindestens 14 Tierarten in Gehegen. Nimm dir das Exemplar der Grizzlybär, der Tierarzt-Grizzlybär auf. Wirtschafte einen jährlichen Gewinn von. Hab 1600 Gäste, nimm ein neues Exemplar. Ah, sibirischen Tiger. Infektion mit. Grizzlybär Stufe 3. Okay, okay. Gut. Fangen wir dann. Okay. Ich weiß gerade nicht, was da ist, aber egal. Gut. Fangen wir erstmal hier oben dann an. Wie sieht's euch
Gehege. Sauberkeit, kleine Pflanzen, stabiler Rückzugsort. Okay. Aha, Sozialverhalten. Zu wenig Platz, habe ich mir doch gedacht. Oder ist das... Okay, gut. Das passt tatsächlich. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum. Fangen wir erstmal mit den stabilen Rückzugsorten an. Zu groß. Gut. Hoppala. Gut, kann ich das Ding dann mal bitte dann da... Gut, hopp. So. Dann haben wir das schon mal, dann machen wir jetzt mal die Tierkletterrahmen. Ah, ne. So, das dürfte dann doch hoffentlich dafür... Ja, denen geht es direkt schon mal wesentlich besser. Pflanzen ein bisschen mehr noch. Beschäftigung. Nee, das ist klein. Offenbar funktioniert das nicht so. Naja, Kegel ist nicht so gut, offenbar. Nee. Spielzeug. Nope. Nee, Reibsäule wird da definitiv nicht passen. Nee, offenbar. Ist das nicht so das Optimum für die soziale Gruppe? Sollte aber eigentlich passen. Gut, egal. So, die brauchen auch noch einen Rückzugsort. Und den kümmere ich mich jetzt. Gut. Nein. Was ist, alle Tiere aus den Transportboxen holen? Was auch immer da mit denen gerade dementsprechend abgeht. Ja, Pflanzen, weiß ich, dass die noch mehr Pflanzen wollen. Gut, das... Ach komm, das mal jetzt einfach mal. Ist das Pflanzen, die... mit denen sie... Jo, passt. Die eine Pflanze reicht komplett aus. Gut. Damit habe ich da noch nichts verbessert von. Ich muss ja sowieso mich eher drum kümmern, dass halt... Okay, Gehege, stabiler Rückzugsort für alle Tiere. Das reicht denen noch nicht. Und die wollen gerne noch weiteres Spielzeug haben. Vielleicht soll ich auch nochmal schauen wegen... Veterinärforschung. Okay. Setze ich dich erstmal auf die Mandrills einfach.
Gut. Ihr braucht auch noch einen. Nee, der ist zu groß. Der ist schon besser von der Größe. Gut. Stabiler Rückzugsort haben die jetzt wenigstens. Gut, soziale Gruppe. Okay, die sind zu viele. Erdferkel. Mandalisa, okay. Kein, dann wirst du mal freigelassen. Mandalisa hat ja schon. Also du bist mit Mandalisa gut. So, Teresa wird freigelassen. Gut. Damit haben die jetzt auch die soziale Gruppe und sowas alles. Ja, Beschäftigungsdinger und so ist nicht so optimal, da ich dafür dann. Ah, okay. Warte mal, die Hyäne ist da ganz alleine. Kein Wunder, dass sie nicht so glücklich ist da. Du bist eine weibliche Tüpfelhyäne. Gut. Dann brauche ich einen männlichen noch. Gepard, aha. Wo ist eine männliche Tüpfelhyäne? Ja, du siehst doch gut aus. Gut, an Zoo senden. Ja, erstmal. Okay. Warzenschweine, was wollt ihr? Okay, Gelände. Stabiler Rückzugsort und Pflanzen. Gut. Gut. Damit komme ich klar. Gehege. Gut, hoppala. So. Das dürfte da. Ja, der Berücksichtsort. Die wollen ein bisschen mehr Gras lang, Gras kurz und weniger Erde. Gut. Okay, die Hyänen haben Spaß. Okay, wie sieht es jetzt bei euch aus mit dem Gelände? Jo, passt für euch. Sehr schön. Gut, dann sieht das doch auch erstmal vernünftig aus. Okay, ich habe. Wieso ist. Wieso ist meine Tüpfelhyäne gerade verstorben? Ach du.
Ach du Scheiße, ey, wieso haben die... Oh fuck it, ey, das war natürlich nicht gut. Wieso haben die da jetzt gekämpft? Okay. Die Tüpfelhyäne hat sowieso schon zu wenig Platz. Das ist das Problem dabei. Wie kann ich das lösen, das Platzproblem der Tüpfelhyäne? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es überhaupt lösen kann gerade. Oder kann ich da noch ein bisschen mehr... Ich bin gerade echt der Meinung, dass ich da nicht viel machen kann bei der Tüpfelhyäne, leider. Ne, die Landfläche müsste quasi verdoppelt werden. Sorry, aber das kriege ich nicht hin. Die Tüpfelhyäne wird erstmal freigelassen. Okay, das Zebragehege ist zu klein. Oh ja, das ist wirklich absolut zu klein. Da muss ich dann mal schauen. Können die... Zoopedia. Keine freundschaftlichen... Aha. Was ist hier für... Warte mal, könnt ihr mit den Zebras zusammenleben? Wenn ja, dann mache ich euch auf. Ja, Steppenzebra, die können mit den Zebras zusammenleben. Gut, dann... Mache ich den mal da auf. Nyala, okay. Dem geht's eigentlich relativ vernünftig, gut. Okay. Wie... okay, kann mir das mal einer jemand erklären, wieso... Okay, das sieht mir etwas komisch aus, aber hey... Wieso, das Gehege ist doch jetzt ein Gehege. Ich weiß jetzt nicht, was das... Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Problem ist. Die haben mehr Lebensqualität wegen einem Artenbonus. Das Gehege ist jetzt groß genug und... Okay, die Greifen haben eine soziale Gruppe von 2, also eigentlich müsste das passen. Okay. Wieso sind die da in Transportboxen? Ich verstehe es gerade nicht. Warte mal, kann ich jetzt für... Tiere, kann ich da... Nein, kann ich noch nicht. Warzenschweine, aha. Gut, wie sieht's... Okay, nur noch 8 Aktivisten. Ja, gerade habe ich nicht so viele... ...hier.
Und Gewinn sieht auch nicht so dermaßen gerade aus. Gut, wie sieht's? Ach du Scheiße, soziale Gruppe 1. Na toll. Du bist auch. Du hast da auch nichts. Mhm, Gege, Sauberkeit. Ah, das Wasser ist wahrscheinlich dreckig. Gut. Okay. Dann. Darum muss ich mich dann halt nochmal kümmern. Und auf jeden Fall. Asabi, du bist männlich oder weiblich? Weiblich, gut. Dann Tierhandel. Wo? Elefant, ich brauche noch einen männlichen. Ah, fuck, das ist nur ein weiblicher. Gut. Was ist jetzt? Aha. Ich denke, ich sollte hier mal. Okay. Der ist ein von den Dingern. So. Einfach mal dahin und den hier bewege ich mal dahin einfach. Ich muss eigentlich echt nochmal schauen wegen möglichen Mitarbeiterräumen und sonstigen Spaß. Oh fuck, mir fällt gerade jetzt wieder auf, die Folge ist jetzt schon wieder länger geworden, als ich ursprünglich wollte, deshalb speichere ich hier jetzt mal und beende dann die Folge. Mal sehen, was aus diesem Zoo dann noch wird. Wir brauchen ein bisschen Geld, wir müssen ein paar Besucher noch wieder hier reinlocken. Ich muss noch schauen, was ich dann mit den Hyänen mache. Weil die eine habe ich ja logischerweise, habe ich die jetzt rausgenommen. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.